Chondrien sind kleine, winzige Körnchen, die in der protoplanetaren Scheibe kurzzeitig aufgeheizt wurden, dann geschmolzen waren und schnell wieder abgekühlt sind. Hier ist mal so eine Chondrie dargestellt. Also die Chondrie ist in etwa dieses Objekt hier. Und in dieser Chondrie finden wir verschiedene Minerale, beispielsweise Olivin als größere Klasten, genauso hier Pyroxen. Es kann auch, das hier ist Metall oder Sulfid, also Opakphasen. Und dazwischen dann hier feinkristallines Material, das man Mesostasis nennt, kann auch glasig sein und ist oftmals Calcium-Aluminiumreich. Die Chondrie insgesamt ist damit ein mafisches System. Und um zu verstehen, wie die Chondrie kristallisiert ist, schaut man sich am besten Phasendiagramme an. Und dazu schauen wir uns konkret mal das Phasendiagramm an mit Forstrit, Anortit und Quarz. Außerdem sind auch hier auf der rechten Seite die binären Phasendiagramme der Kanten dieses Dreiecks dargestellt. Also beispielsweise ist dieses binäre Phasendiagramm die Basiskante von diesem Dreiecksdiagramm mit Forsterit, Quarz und dazwischen noch Enzatit. Das ist ein peritektisches System. Jetzt sind Chondrien mafisch, das heißt sehr magnesiumreich, und damit ist eine der ersten Phasen, die kristallisiert, Forsterit. Die Gesamtzusammensetzung von Chondrien ist oftmals irgendwo im Forsterit-Primärphasenfeld. Beispielsweise hier. Wenn jetzt diese Schmelzzusammensetzung zu kristallisieren beginnt, bewegt sie sich weg von diesem Forsterit-Punkt hier auf diese peritektische Linie. Und jetzt spielt es natürlich eine Rolle, ob das Ganze eine Gleichgewichtskristallisation ist oder eine fraktionierte Kristallisation. Ich fange mal an mit einer Gleichgewichtskristallisation. Jetzt kommt es ganz auf die peritektische Linie. Um das zu verstehen, gehen wir mal hier in das binäre Diagramm. Das heißt, die Zusammensetzung startet ungefähr hier, trifft hier auf den Liquidus und dann entwickelt sich die Schmelze hier in diese Richtung nach unten. Die Gesamtzusammensetzung bleibt natürlich immer gleich. Man kann hier mit der Hebelregel ablesen, wie viel Schmelze und wie viel Festphase vorhanden ist. Also hier ist immer die Schmelzzusammensetzung und hier ist die Festphasenzusammensetzung. Also hier Schmelze, hier Festphase. Diese Längen hier. Dann trifft das Ganze auf den peritektischen Punkt und am peritektischen Punkt beginnt der Olivin, der bis dahin auskristallisiert ist, mit der SiO2 übersättigten Schmelze zu reagieren und bildet dabei Enstatit. Und das passiert so lange, bis alle Schmelze aufgebraucht ist und nur noch Forsterit und Enstatit übrig ist. Während, wenn die Schmelzzusammensetzung ungefähr hier liegen würde, dann wäre an der Stelle, also wäre das Ganze läge etwas rechts vom Enstatit, dann würde an der Stelle auch zuerst Olivin kristallisieren, an dem peritektischen Punkt die Olivin zu Enstatit kristallisieren oder reagieren, bis alle Olivin aufgebraucht ist, aber es ist noch Schmelze da und dann entwickelt sich die Schmelze hier runter bis zum Eutektikum, bildet weiter Enzatit und am Eutektikum Enzatit plus Quarz. Gehen wir wieder zum ternären Diagramm. Was bedeutet das hier? Also die Schmelze entwickelt sich jetzt in diese Richtung hier, dabei kristallisiert permanent Forsterit aus. An dieser peritektischen Linie beginnt jetzt die peritektische Reaktion. Es entsteht also die ganze Zeit aus der Reaktion Forsterit mit SiO2 übersättigter Schmelze Enzatit. Also die Reaktion ist hier Forsterit plus SiO2 zu Enzatit. Und dann entwickelt sich diese Schmelze entlang dieser peritektischen Linie hier runter bis zum Peritektikum, zu diesem peritektischen Punkt hier. Beziehungsweise die Reaktion findet ja vollständig statt. Und hier passiert dann das Gleiche wie im binären System beim peritektischen Punkt. Es kommt zunächst noch Anortit dazu, der mitkristallisieren kann jetzt, aber die Reaktion hier unten, Forsterit SiO2 plus Enzatit, geht weiter, bis eben alle Schmelze verbraucht ist und die Endzusammensetzung ist dann Forsterit plus Enzatit plus Anortit. Das ist die Endzusammensetzung, die hier an diesem Punkt dann erreicht ist, nachdem alle Schmelze aufgebraucht ist. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass wir eine fraktionierte Kristallisation haben.
wie sieht das Ganze dann aus? Eine fraktionierten Kristallisation und dann fange ich wieder hier an, also mit dieser Zusammensetzung in etwa im Primärphasenfeld von Forsterit. Und das Ganze, also jetzt entwickelt sich wieder diese Schmelze hier auf diese peritektische Linie. An dieser peritektischen Linie gibt es jetzt, das ist jetzt, als würden wir hier, wenn wir aufs binäre Phasendiagramm runtergehen, als würden wir hier auf den Liquidus treffen und dann entwickelt sich das Ganze in diese Richtung weiter. Da aber permanent Forsterit entzogen wird, entwickelt sich auch die ursprüngliche Zusammensetzung weiter. Wir fangen hier an mit dieser Zusammensetzung, aber da Forsterit entzogen wird, die Gesamtzusammensetzung des Systems, die hier ist, entwickelt sich auch in diese Richtung, da verändert sich in diese Richtung hin zu mehr SiO2-reich. Das heißt, in dem Moment, wo man am Peritektikum ankommt, ist auch die Zusammensetzung hier. Das heißt, es gibt erst gar keine peritektische Reaktion, sondern es fängt direkt an, N-Statit zu kristallisieren, bis eben, und der wird dann auch entzogen, bis man hier am Eutektikum ist und dann kristallisiert das, was noch vor uns übrig ist, in der eutektischen Zusammensetzung. Und diese Fraktion kann entweder dadurch geschehen, dass der Forsterit im System entzogen wird oder dass die Kristallisation so schnell geht, dass die peritektische Reaktion Forsterit plus SiO2 zur Endzeit einfach gar nicht erst stattfindet. Das heißt, an dieser Stelle hier entwickelt sich jetzt diese Schmelze und zwar vom N-Statit-Punkt weg. Der N-Statit-Punkt ist hier, das muss man hier verlängern und dann entwickelt sich diese Schmelze hier weiter, bis sie zum Beispiel hier drauf kommt, also eigentlich gerade weiter, bis sie zum Beispiel hier drauf kommt. Und an der Stelle kristallisiert dann, also hier kristallisiert dann Anortit plus N-Statit aus und zwar so lange, und entwickelt sich dann hier entlang dieser kotektischen Linie zum eutektischen, ternären eutektischen Punkt. Und an der Stelle kristallisiert dann alles und diesmal dann N-Statit plus Quarz plus Anortit. Also das ist, wenn hier in diesem Ganzen die fraktionierte Kristallisation stattfindet. Nachdem wir in den Kontren auch Olivin finden, offensichtlich hat offensichtlich die Reaktion von Forsterit plus SiO2 zu N-Statit nicht vollständig stattgefunden. Das heißt, es gab eine fraktionierte Kristallisation. Das macht auch Sinn. Haben wir gesehen, da gibt es dieses feinkristalline Material dazwischen, das einfach schnell abgekühlt, sodass die Reaktion keine Zeit mehr hatte. Auf die anderen Fälle will ich jetzt hier gar nicht im Detail eingehen, weil es für die Kondren eigentlich keine große Zusammensetzung spielt. Vielleicht noch eine Sache bei dem Ganzen. Wir hatten ja diesen Fall, wenn das Ganze, die Zusammensetzung hier als etwas rechts von N-Statit liegt, das dann auch Forsterit kristallisiert, aber man trotzdem hier runterkommt, weil ihr aller Forsterit dann mit der Reaktion mit SiO2 zu N-Statit umgewandelt wird. In diesem Diagramm ist das der Fall, wenn hier auf der Verbindungslinie Anortit N-Statit also wenn man genau hier drauf liegt, auf dieser, oder wenn man rechts von dieser Verbindungslinie liegt, also hier zum Beispiel, dann passiert genau dieser Fall, wie man hier aus dem Binären sieht. Das heißt, wenn das Ganze hier liegt, dann entwickelt sich das zwar vom Forsterit zuerst auf die peritektische Linie, dort wird aber aller N-Statit, aller Forsterit verbraucht, sodass dann anschließend das Ganze sich hier in dieser Richtung darauf weiter bewegt. Also das wäre der Fall. Nur falls man hier rechts von N-Statit liegt, wie das im Ternären aussieht. Das könnte ja eventuell noch passieren, weil Zusammensetzungen könnten auch durchaus vielleicht mal an dieser Stelle im ternären Diagramm hier liegen. Und mit diesem Phasendiagramm, das ist eines der wichtigen Phasendiagramme, mit denen man Kondren und deren Kristallisation erklären kann.